Großes Aufgebot am Samstagabend in Birkenau. Pfarrer Markus Eichler eröffnete mit einem Konzerthighlight das im neuen Glanz erstrahlende Gemeindezentrum. Keine geringere als Akina Ingold von The Voice of Germany stand gemeinsam mit der Mannheimer Band Pleasant Pages auf der Bühne. Und so war die Veranstaltung auch schnell restlos ausverkauft. Die Leute haben ja wirklich noch Karten gewollt, haben ja den Vorverkaufsstellen die Bude eingerannt, haben auch im Gemeindebüro sogar bei mir zu Hause angerufen, um noch Karten zu kriegen. Also ich glaube, wir hätten das noch 2-3 Mal in einem größeren Umfang machen können. Aber ich finde es einfach schön, weil es zeigt, dass das jetzt den Nerv ein bisschen auch der Zeit getroffen hat und dass wir, denke ich, hier einen würdigen Anlass gefunden haben, das Gemeindezentrum zu eröffnen. Für die 24-jährige Akina war es der erste Auftritt nach ihrer Teilnahme bei The Voice of Germany. Das Birkenauer Ausnahmetalent kam bei der ProSieben-Show auf Platz 20 und spielte im frisch renovierten Gemeindezentrum in Birkenau nun ihr erstes eigenes Konzert. Ich freue mich, weil ich bin ja hier zu Hause. Und ja, irgendwie ist es einfach gerade so der perfekte Anlass für mich, jetzt mein erstes Konzert zu geben und dann auch noch zu Hause, weil hier bin ich aufgewachsen, hier war ich im Chor und bin zur Schule gegangen und alles. Das heißt irgendwie, es ist so, ich wäre jetzt nicht hier, wenn ich nicht hier aufgewachsen wäre und wenn nicht so viele Leute dabei gewesen wären, zum Beispiel meine Klavierlehrerin oder meine Gesangslehrerin, wenn es die alle nicht gäbe, dann würde ich das Konzert heute auch nicht geben. Deswegen ist das so ein bisschen Danke sagen und eigentlich gibt es keinen besseren Anlass, das zu machen. Die Zuschauer erwarteten 90 Minuten musikalischer Hochgenuss zwischen rockigen Balladen und nachdenklichen Songs. Dabei präsentierte auch die Band Pleasant Pages ihre erste eigene CD. Und sogar Pfarrer Markus Eichler stand als Musiker mit auf der Bühne. Dass sich Akina hier vor heimischem Publikum als erstes traut, fand ich ganz toll. Ich denke, das fällt ihr leichter. Da hat sie viele bekannte Gesichter. Ich kenne sie auch schon aus der Schulzeit. Ja, mir macht Spaß und gemischtes Publikum, das finde ich toll. Alle Altersgruppen sind da. Ach so, ja, die Stimme finde ich auch gut, ja. Ich finde besonders die Band gut und auch die zwei Frauen, die gemeinsam singen, die sollten vielleicht überlegen, ob sie noch mehr miteinander auftreten. Natürlich gefällt mir das nur gut, weil das nämlich meine ehemalige Schülerin ist, die Akina. Die habe ich 4 Jahre in der Grundschule begleiten dürfen. Und darüber freue ich mich, dass sie sich so toll gemacht hat, dass sie jetzt Fernsehauftritte hat. Ich habe jede Sendung verfolgt und sogar mitgeschnitten. Super, finde ich ganz toll. Sollten Sie öfter machen. Die ganze Atmosphäre. Erstens mal das neue Zentrum und mit Zornmusik gefüllt. Also ich denke, dass ein Segen drauf auch ist. Das ist mir wichtig. Und schön, dass alt und jung Kinder und eine alte Frau von 80 Jahren ist auch dabei und freut sich auch an der Musik. Der Erlös kam an diesem Abend der Renovierung des Gemeindezentrums zugute. Bei 200 verkauften Tickets konnte sich die Spendensumme sehen lassen. Grund genug auch für Bürgermeister Helmut Mohr, nicht nur beim Konzert dabei zu sein, sondern seine Karte auch selbst zu bezahlen. Ja, ich denke, das Gemeindezentrum bietet Platz und Möglichkeiten für vielerlei Veranstaltungen. Und Akina Ingold hat jetzt so ein Highlight gesetzt in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres. Ich finde es ganz, ganz toll, was dieses junge Mädchen hier erreicht hat. Und das muss man einfach unterstützen. Besser konnte der Auftakt im neuen Gemeindezentrum in Birkenau also nicht sein. Musik verbindet Menschen, ganz im christlichen Sinne von Markus Eichler. Mit Musik kann man unglaublich viel erreichen, unglaublich viele Herzen berühren mit allen möglichen Liedern. Das müssen keine bestimmten Lieder sein. Und ich glaube, dass Musik einfach was wirklich Wunderbares ist. Und mir ist es einfach wichtig, junge Talente zu fördern hier in Birkenau. Wir haben jetzt ja auch eine Jugendband gegründet und das ist mir sehr wichtig, jungen Menschen die Liebe zur Musik zu vermitteln. Ich glaube, das stärkt das Selbstbewusstsein einerseits und andererseits. Es ist einfach eine schöne Sache, sich auszudrücken. Und ich glaube, dass wenn man seine Gaben einbringt und einsetzt, dass man damit seinem Schöpfer lobt. Und das finde ich einfach wunderschön.